Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Und zwar spielen wir hier heute wieder im Solo-Board. Und natürlich springe ich instant raus, Leute. Ihr kennt's, King und den hat absolut prone Fortnite. Da kann eigentlich niemand, hat irgendeine Schmuck gegen mich. Deswegen können wir eigentlich auch als allererster hier rausspringen. Und landen wir mal hier mal kurz in der Flash. In der Flash Factory. Flash? Flash? Flush? Junge, ich kann ja nicht mal mehr sprechen. Aber ich möchte auch gar nicht behaupten, dass ich irgendwie irgendwas von der Map irgendwie kennen könnte oder nicht. Ich bin einfach nur immer zu ungeduldig, ne? Ich spring immer sofort raus. Also. Eigentlich gibt es da für mich gar keine Frage. So, raus, raus, raus. Ich möchte da zocken. So, was haben wir denn hier? Eine Scheißpumpe haben wir. Also eine, keine Scheißpumpe im Sinne von. Ey! Ey! Junge, das hat viel zu lange gedauert. Hätte eine Waffe gehabt, wäre ich tot. Junge, der hätte ja einfach eine Waffe hätte ja haben können, aber der ist ja einfach. Ja, ist einfach weggesprungen. Also, es ist wirklich immer wieder ein schönes Erlebnis für mich hier in Fortnite. Wenn ich sehe, es gibt Spiele, die sind schlechter als ich. Ich bin schlecht, aber ich bin nicht der Schlechteste. Manche in den Kommentaren behaupten das Gegenteil, aber ich bin, glaube ich, nicht der Schlechteste in Fortnite. Und das ist eine schöne Sache, muss ich tatsächlich sagen, weil das gibt mir die Chance, selbst im Solo-Modus, manchmal, nein, zu gewinnen, doch nie, oh Gott, da ist ja einer. Hey, hey, hey. Junge, was ist los mit den Leuten? Holy, heute ist aber schlecht bei denen, oder? Kann es sein? Aber ist gut für mich, ne? Warte mal, warte mal. Die Waffe würde ich schon ganz gerne mitnehmen. So, und Granaten brauche ich eigentlich jetzt nicht ungefähr. Leute, ihr habt mir Tipps in den Kommentar geschrieben und ich bin dabei, weißt du? Ich sortiere mir hier das Inventar, als ob es kein Morgen gäbe. Ich habe hier irgendwo eine Kiste gehört. Warte, die will ich haben. Ja, Rucksack ist voll hier. Komm, komm. Thanks a lot. Ich baller mir jetzt gerade einfach mal rein, falls ein Gegner kommt. Ich weiß, muss ich eigentlich in einer anderen Reihenfolge machen. Aber ist mir egal, ich baller mir einfach rein. So, Hallöchen. Jawohl, direkt noch einen großen. Das ist doch schön. Nehmen wir auch noch mit. Warte mal, die Zone ist auch hier. Oder fast hier. Das ist ja, es läuft ja wie am Schnürchen. So, müssen nur mal ein bisschen Matz haben. Man kann einfach noch kein einziges Holz bis jetzt gehabt. Ich und mein Holz, keine gute Beziehung bis jetzt gewesen diese Runde. Aber wir sammeln jetzt hier mal nach und nach. Sammeln wir mal ein bisschen was ein. Und gucken mal, ob wir nochmal hier ein bisschen weitere Waffen, vor allem irgendwie noch eine nicere Assault Rifle finden. Weil ich meine, zwei habe ich schon gekillt. Ich habe nicht so viele gesehen, die jetzt hier gelandet sind. Also vielleicht bin ich einfach mal der King von Flash Factory heute. Das wäre mal was. Aber ich möchte nicht zu hoch tönen. Ich möchte nicht zu hoch tönen. Das geht immer nach hinten los bei mir. Das ist gar keine gute Idee. Da sagt ihr zu Recht hier. Lieber aufs Spiel konzentrieren, ne? Weil ich glaube, hier ist niemand gerade mehr in der Nähe. Dann nutzen wir hier mal den entspannten Augenblick aus, hier mal ein bisschen Bäume aufzubauen. Ich habe langsam gelernt, wie man sich hochbaut übrigens auch. Zeige ich euch gleich, ja, wenn ein Gegner kommt. Ich kann das mittlerweile schlecht, aber ich kann es mittlerweile. Also ich schaff's mich hochzubauen. Immer noch ein bisschen Panik dabei, wenn sobald ein Gegner da ist, aber so das Grundding habe ich verstanden. Es besteht ja auch nur aus, man baut einen Kreis um sich herum, baut sich hoch, baut einen Kreis um sich herum, baut hoch, oder? Das ist so eine der Standard, Fortnite-Bautechniken. Und die habe ich mittlerweile, ja, viertes Semester abgeschlossen im Studium. Und jetzt kann ich das auch bauen. Ich würde es nur gerne bauen, wenn Gegner da ist und nicht einfach nur hier ohne jeden Grund und ohne Sinn. Das wäre irgendwie eine schöne Sache, aber ich habe nicht das Gefühl, dass nur irgendjemand ist. Deswegen nehmen wir mal den Baum mit und dann laufen wir mal weiter. Alter, es ist ein fetter, fetter Baum. Da oben sind Sachen. Ja, komm, die nehmen wir noch mit, die nehmen wir noch mit. Und es liegt einfach nichts Geiles da. Schade. So, was ist in der anderen Factory hier unten? Als ob hier nirgendwo Gegner sind. Da ist einer. Ich hab einen gehört. Ich hab einen gehört. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ha? 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 Der ist unter mir. Aber wo? Der läuft hier rum. Der läuft hier rum. Wo läuft er denn rum? Da unten ist eine Kiste. Wenn ich ganz zurück bin, vielleicht will er einfach nur die Kiste holen. Oh nein. Nein, er wechselt seine Waffen. Er hat die Kiste noch nicht geholt. Wenn er hochkommt, kann ich mir das Shotty holen. Komm schon, wo bist du? Er hat noch eine andere Kiste geholt. Als ob der so seelenruhig die ganze Zeit Kisten holen kann.
Wenn ihr jetzt anfängt zu trinken, ne, dann reißt hier alles ein. Das ist zu viel für mich. Da hinten ist einer. Oh. Alter! Hör wie noch? Nein! Den habe ich versemmelt. Den hätte der sitzen müssen. Jetzt kommt der andere Tisch gleich hoch. Scheiße. Oh, da ist er. Jawohl. Scheiße, wo ist jetzt der andere Typ? Da. Oh. Oh Mann. Oh, ich bin zu dumm. Okay. Okay, wir haben offiziell gesehen, ich bin ein absoluter Kacknoob. Offiziell ist es jetzt raus. Richtiger scheiß Kacknoob. Aber das ist ja, also, was ist. Das ist ja. Trotzdem bin ich immer noch nicht tot. Wow! Wow, 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 wow! Oh mein Gott, Alter! Ich hab nicht verdient zu leben! Schießt irgendjemand? Nee, oder? Junge, ich hab nicht verdient zu leben! Ich habe nicht verdient zu leben! Das ist doch nicht wahr! Bis 14 habe ich überlebt, das ist doch... Das ist traurig, es tut mir leid, lieber Gegenspieler! Es tut mir wirklich leid, du hast wirklich mehr verdient zu überleben als ich! Läuft hier einer? Na? Es leben ja nur noch 15, es ist nicht mehr so viel. Aber in 40 Sekunden kommt die Zone, deswegen sollte ich mich wirklich schnell auf den Weg machen, wenn ich das noch schaffen will. Und vor allem, sobald, ne, sobald, wenn jetzt irgendeinen siehst, der vor dir ist, so, in PUBG kannst du ihn angreifen, in Fortnite, machst du lieber nicht, dann baut er sich eine Mauer, dann kommst du da erstmal, kommst du nicht vorbei. Und dann bist du am Arsch, wenn du in die Zone musst. Ich hab halt nur eine grüne Assault, ne? Also ich meine, wenn andere hier mit einer Ska und so rumlaufen oder mit einer blauen, dann bin ich da im Nachteil, aber... Oh Gott, jetzt komme ich nicht links. Spring doch. Hat sich da einer hochgebaut? Oh. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Ich call's. Oh, wo ist er? Jawoll! Boom, Alter! Okay, da haben wir die blaue. Dankeschön. Aber auch... Oh Gott, da unten ist einer. jeder normale Spieler so... Oh geil, da unten ist ein Gegner, dann kann ich töten. Ich, wenn ich einen Gegner sehe... Oh nein. Oh Gott, was tue ich jetzt? Okay, da muss aber auch Richtung Greasy Groove. Greasy Groove... Ne, wir müssen sogar an Greasy Groove vorbei, tatsächlich. Ist ja ein richtig langer Weg, den wir hier auch noch längs laufen müssen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Panik! 5 Leute leben noch. Ihr wisst, für mich Top 10 ist geil, ja? Ich weiß, wie die meisten. Oh Gott, da ist einer auf dem Dach. Und der hat eine bessere Pose als ich. Aber hier in Greasy Groove mit Sicherheit sind auch Leute hier. Bitte machen wir keinen Fallschirm, danke. Oh. Noch einmal nachladen. Okay. Einer ist gestorben. Okay, wir sind Top 10. Wir sind Top 10. Wir sind Top 10. Das nimmt den Druck komplett raus, Leute. Jetzt bin ich entspannt. Jetzt bin ich tief entspannt. Wir sind Top 10. Das ist eine klasse Sache. 5 Kills. Wunderbar. Wir sind jetzt sogar Top 9. Ja, jetzt immer, wenn einer stirbt, so, ja, Top 9. Jetzt, yes, Top 8. Top 7. Na gut. Wahrscheinlich sterbe ich davor, aber ist auch okay. Hallöchen. Jetzt beginnt halt die Scheißphase, wo man sich hochbauen muss. Ich habe ja gesagt, ich will euch zeigen, wie man baut, aber nee, eigentlich will ich es nicht zeigen, weil ich bin, ne, also im Training, ne, wenn das Training wäre, ich könnte es euch super hochbauen, ne, aber jetzt in der Situation, wo man kämpfen muss und schnell sich hochbauen, andere, wo man wird beschossen währenddessen und bla bla bla, das ist nichts für mich. Da komme ich gar nicht mit klar. So, bauen wir uns mal hoch. Och, Junge. Bau doch. Oh, Junge. Ihr seht, ich komme noch nicht ganz damit klar. Okay. Aber ich habe gelernt, es ist gut, wenn man schön weit oben ist. Deswegen laufe ich jetzt hier nach oben. Auch wenn ich keinen Snipper habe. Aber, ne, die heißen auch Schnipper. Wenn ich einen Schnipper hätte, wäre natürlich schöner. Da bin ich auch ganz lange nicht mit klargekommen. Aber dann irgendwann ging's, ja. Irgendwann, ich bin immer noch nicht kein guter Snipper, aber oh Gott, Hallöchen. Hat sich da jemand hingebaut? Oh ja. Das macht ja gar keinen Sinn, was ich mache. Das kann sein. Weil die alle so davon abdingsen. Gut. Willkommen. Oh Gott. Ist hier noch einer? Nee.
Junge, Junge, ich bin gerade sehr unsortiert. Ich bin gerade sehr unsortiert. Komm, flößt dir erstmal die Scheiße rein. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben. Nee, ich weiß. Naja, nee, ist schon in Ordnung, glaube ich, dass ich das nehme. Wieso gibt es nirgendwo eine gute Assault? Also, ich bin jetzt nicht schlecht mit einer blauen Assault. Ist schon in Ordnung. Aber ich hätte gerne noch was Besseres. Ich kann einfach seine Base übernehmen, oder? Wobei, gut, die habe ich ein bisschen kaputt gesprengt. Sorry dafür. Dann versuchen wir mal, ne? Junge, ich kann nicht bauen. Zack, zack, zack. So. Und jetzt? Bau. Warum kann ich nicht mehr nach oben bauen? Was ist denn hier los? Okay, und jetzt bauen wir wieder. Zack, 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 zack. Ihr lacht jetzt über mich, ja? Ihr lacht über mich. Aber für mich ist das Fortschritt, dass ich das verstanden habe, dass man sich so... Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Schon im Arsch. Ja, ja, du Raketenwerfer. Ich musste gerade üben, wie man schießt. Hast du verstanden? Kannst nicht einfach kommen mit deinem scheiß Raketenwerfer, okay? Ich hatte auch einen Granatwerfer. Ich habe ihn weggetan. Was ist für Pussys mit einer... Ne? Mit Explosivzeugs. Bla, 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 sag ich dir, Alter. Das ist doch nicht da unten kommen. Auch alles hier mit Raketen am Start. Jungs und Mädels, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wollen wir uns da hoch? Können wir uns da hochbauen? Okay. Er schießt auf mich. Oder schießt ihm auf mich? Oder ist das... Täusche ich mich davon? Da schießt locker einer hoch. Oh fuck, ich dachte, wir schlug. Lauf, lauf, lauf! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Boom! Lucky, 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 lucky. Das muss doch noch irgendwo mal in der... Da ist doch eine Ska. Okay. Wow. Ja, genau. Das schaffe ich nicht. Ach, damn it. Damn. Mann, hätte ich nochmal meine Waffe gewechselt. Das war jetzt ein bisschen sehr überraschend für mich, Leute. Trotzdem war, glaube ich, eine ganz coole Runde. Also für meine Verhältnisse war es eine geile Runde. Hat richtig viel Spaß gemacht hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen hier mit so einer weiteren kleinen Solo-Runde Fortnite auf meinem Kanal. Ich weiß, ich bin nicht der Beste. Normalerweise machen nur die guten Leute Solo-Runden. Aber ich mache, weiß ich, ich habe auch so Spaß dabei. Und ach, Mann, ich glaube, mein größtes Problem, ich frage mich auf eure Tipps auf jeden Fall in den Kommentaren. Also wenn ihr geil in Fortnite seid, schreibt mir bitte Tipps in die Kommentare, weil ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen gesteigert, aber ist auf jeden Fall noch viel Raum zur Verbesserung. Und wenn wir uns hier sozusagen zusammen, ich mal ab und manchmal so eine Solo-Runde mit euch bringen kann, oder ich oder auch wenn ich Teamrunden oder was auch immer bringe, schreibt mir immer Tipps rein, weil ich möchte mich weiter verbessern und ich lese alle Kommentare in den Fortnite-Runden, auch wenn viele Leute schreiben, ich bin scheiße, ich lese trotzdem alles, weil ich möchte wissen, was für Tipps ihr mir gibt was da noch so zu machen ist. Und kann er hier, ah, der, ja, schön, ne, mit seinem Raketenwerfer. Hätte ich mal meinen Granatwerfer behalten vielleicht. Oder ich hätte mir halt eine Base wieder bauen müssen. Ich glaube, das wäre es gewesen. Oder, wie hätte ich das überlebt? Hätte ich es zu meiner Shotgun gewechselt und dann einfach mal zack, zack, gut gezielt und dann wäre er tot gewesen. Aber hat jetzt nicht ganz sein sollen. Trotzdem würde ich sagen, war vierter Platz, war eine ganz gute Nummer. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, bis bald zur nächsten Runde Fortnite hier auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und vergesst nicht, Leute, die Jorge-Shirts gibt's jetzt zum letzten Mal im Spielkinstore.de. Das heißt, checkt das auf jeden Fall aus. Könnt euch nochmal ein schönes Jorge-Shirt und nochmal reduziert hier. Könnt ihr euch holen. Wird es in Zukunft nicht mehr so geben. Deswegen letzte Chance. Unten ist der Link in der Beschreibung. Und ja, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.